Nicht so erfolgreich. Plündern wir. Haben wir das jetzt erfolgreich gemacht? Warte, der ist jetzt wirklich tot? Warte mal, warte mal, warte mal. Volki. Ach krass. Ja. Ich sollte mir Gedanken um mich machen. Bei einem anderen Streamer wurde ich zum Öl, was zur Ölbaronin oder Queen gekürt, die über ihr Ölimperium herrscht, ohne dass ich je was gesagt habe. Hier werde ich zu, ich ohne Umschweife zur Sklaventreiber. Was ist los? Ja, denk mal drüber nach. Jetzt mal auch, ja, sorry. So, schön. Gut, ja, da muss ich ziemlich weit forschen. So, hier könnte ich dich mal. Also, ja, komm, das machen wir. Es ist ein Hinterhalt, aber er hat trotzdem sehr viele, also er macht sehr viel Schaden. Weil er halt die Plänkler hat. Und die Plänkler machen sehr viel Schaden. Es ist ziemlich gut, dass es neblig ist. Weil dann, weil mit Nebel sind die nicht so gut. Also, die Fernkämpfer sind mit Nebel nicht so gut. Hier bitte auch. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Zu Befehl. Verstanden. General. So. Egal, ich frage einfach nicht hier, was die Fernkämpfer machen. Los, rennt, rennt, rennt. Lauft. Lauft, ihr kleinen. Einfach schnell laufen. Da sind halt ja jetzt drei Einheiten rausgekommen und die machen mir das Leben zur Freude.
Der ist auch schon eigentlich tot, der Kleine. So. Die opfern sich eigentlich auch gerade. Sehr schön. Bitte schnell lauf. Wieso? Da muss man auch immer aufpassen, dass, weil die, ja, die hören sehr gerne manchmal auf zu rennen. Dich habe ich auch schon längst in den Rennmodus geschickt. Ah ja, schön. Lauft, lauft. So. Ja. 600 Verluste. Gut, naja. Hey, Lautra. Denk dir einfach nichts dabei. So. Jetzt wird die Sarah auch noch zur Henkerin. Hm, okay. Gut. Ah, natürlich hat er eine Einheit verloren. Ach, die sind doch doof. Gut. Dann rennst du jetzt mal hier in die Stadt rein. Hier oben ist auch wieder alles schön und gut. Ich brauche einen Hut. Wieso sage ich das eigentlich die ganze Zeit? Mich verlässt der Mut. So, dann hole ich mir die Stadt, weil da ist gerade niemand drin. Ja, besetzen bitte. So, hier jetzt, oh, das kann ich auch noch nicht. Hier bitte Viehstall und ja, Versammlungsort. Tobi, was denkt dein Chat von dir? Ich sag mal so, Sarah, du bist der Mod, du hast die Power. Also wenn jemand dir dumm kommt, kannst du ihn auch timeouten. Ich sag nur so, also ich sag nicht, dass du es machen sollst, aber ich sag dir nur, was du machen kannst. So. Ich hab die Power. Genau. So, gut. Oh, wir haben ziemlich was geschafft, ne? Fanboys von Athen sind mit der Tradition hochgestiegen, das ist natürlich gut. Warte, wir haben einen Strategen, wir haben einen Kommandanten. Ich würde noch einen noch einen Strategen machen. Die vierte Armee können wir zum Philosophen machen. Weil jetzt ist am Anfang ist noch die ist es noch am wichtigsten eben die Verstärkungsrate hochzuhalten und die Unterhaltskosten zu senken. Deswegen
Würde ich noch mal den Strategen machen. So, Erfahrungsränge, das ist natürlich immer klasse. Nahkampfabwehr für alle. Ich brauche nicht Nahkampfabwehr, sondern Fernkampfabwehr. Rüstung ist ganz gut. Moral. Gibt es hier denn sowas? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Warte, was sind hier? Angriffsbonus ist ganz nett. Geschossschaden, Waffenschaden. Was? Waffenschaden und Geschossschaden. Also das heißt, die normalen Infanterieeinheiten bekommen 9% Waffenschaden und die Fernkämpfer bekommen 18%. Nee, Schmarrn. Die haben ja auch Waffen. Also Nahkampfschaden quasi, oder? Das weiß ich gerade nicht. Ich brauche keine Nahkampfabwehr. Aber Rüstung, das zählt auch da rein. Gut, dann Moral brauchen, ja, Moral Boni brauchen eigentlich die Spartaner nicht, weil die von der Moral her eigentlich mit am besten sind. Ach, ich weiß nicht, vielleicht, dass du nicht die süße Frau bist, die keine Fliege was zu leide tut, ja, das Gegenteil. Wir können hier echte Verträge zwischen unseren Völkern abschließen. Was hat mich verraten? Das stimmt, Sarah, damit hast du dich verraten. So, schön, schön. Hier machen wir das da, hier machen wir das da. Du gehst mal hier rüber. Und holst dir mal ein bisschen. Oh, wir haben 5 Brötchen bekommen. Das sind natürlich. Oh, Brötchen, ich habe Hunger. Ich muss unbedingt was essen. Warte, haben wir. Warte. Gewaltmarsch aus. Haben wir hier jetzt. Ja, hier haben wir die Möglichkeit. Ah. Hier oben die Skordiska. Die werden wir auf jeden Fall auch ein bisschen dezimieren. Beziehungsweise ausschalten. Aber da werde ich ein bisschen. Ja, fand ich eine gut bewachte und gut verteidigte oder befestigte Stadt. 13, 33, 39, okay, 41, also die 49. Zwei Fullstack-Armee und eine zerbröselte oder eine halbe. 2,5. Okay. Da muss ich noch ein bisschen schauen. Also ich würde hier auf jeden Fall eine lassen, falls der ungemütlich wird. Hier die Armee und hier die Armee. Ja, es sind ja 2 Fullstack-Armeen. Das ist in Ordnung. Und dann werden wir Singidunum erobern. Was gibt's hier Neues? Nichts. Was gibt's da Neues? -7, ja, sichere ich mir mal kurz die Dinge. Die Loyalität, ne? Ja. So. Moral für ein Jahr. Ja, okay. Nee. Wir spielen zu offensiv dafür. Ja, nee. Ach, zu spät. Anheuerungskosten für Söldner, das brauche ich gerade nicht. Das könnte ich gebrauchen. Weil der ist ja eh so ein Stratege. Das gibt mir auch ein bisschen Boni da. Ähm,
Warte, oder die Aussage, dass du nicht so gut im Thema Strategie bist. 5 Minuten später, Tobi, wann spielen wir Borderlands? Ja, da gibt's so paar Sachen. Mama hat mir Sonntag früh ein Bild geschickt, darauf stand auf einer Skala von Gänseblümchen bis Rose, wo sehe ich, sehe ich emotional Kaktus. Naja, ja, ich halte mich da raus. Gut, nächste Ding. Nächste Runde. So. Gut, dann würde ich sagen, machen wir noch eine Runde. Und dann ist es ja schon wieder vorbei. Der Stream. So, unser Agent wurde entdeckt. Ja, das ist in Ordnung. Sklavenaufstand. Warum denn das? Minus 15 jährlich auf... Ha! Das ist natürlich gar nicht so toll. Was hier gerade passiert. Ateya. Ah, hier drüben. Und hier mache ich erstmal den und... Ja, Nahrung brauchen wir gerade nicht. Wohlstand durch Manufaktur, da mache ich mal den Militärhafen. Du gehst mal hier rüber. Oh, das wird jetzt teuer. Achso, ich dachte so, hä, wie 100, aber ich habe doch alle gemacht. Das kostet 2000. Ja. Der kostet auch nochmal 2000. Und da drüben, der würde auch nochmal, oder noch nicht ganz. Gut, dann kann ich auch bald mal in Richtung hier die Schmiede gehen, damit ich hier das alles updaten kann, upgraden. Gut, ich muss noch, wie viele Runden? Zwei. Okay, in ein paar Runden werde ich auf jeden Fall hier mal den Krieg erklären. Gut. Ich starte demnächst ein Insta-Projekt, wo ich mich über komische und dumme Dinge in Pokémon aufrege. Okay, da gibt's ja auch nur ein oder zwei, also... Ja. Da wirst du, glaube ich, schnell nichts mehr finden. Entschuldigung. So, das ist eine gute Sache, Militärverwaltung. Das ist ja einer von mir, das heißt, ich mache dich zu einem hier Berater. Eins auf alle Attribute davon, General und Loyalität. Das ist extrem wichtig. Extrem gut und extrem wichtig. So, was machst du? Ja. Durch Plündern der Begleitarmee brauche ich gerade nicht. Ja, dann machen wir hier einfach nochmal. Und die. Schau, und die fangen jetzt an zu hungern. Weil sie keine Nahrung. Doch, die haben doch mal Nahrung. Wieso hungern die? Das erkläre mir, wer will. Das macht echt keinen Sinn. Also die, aber, also krank waren die auch nicht, weil der grüne Nebel hat gefehlt. Also für die Seuche.
Ja, das ist egal. Okay, jetzt hungern sie nicht mehr, genau. Jetzt probiere ich es nochmal. Ich beobachte den Feind, mein Herr. Minus 5. Jetzt müssten die. Wahrscheinlich war es noch von letzter Runde. Ah, das könnte sein. Von der letzten Runde war. Du stehst jetzt mal auch Nahrung. Okay, die haben 0, also das passt noch. Hier mache ich das da. Aber bei Interesse. Automat. Kannst dir nicht ausdenken. Abo ist für. Das ist echt komisch. Bei Pokémon bist du bei uns beiden ein bisschen an der falschen Adresse. Ja, das stimmt. Ja. Ich meine, die Sarah noch am meisten, die hat das Pokémon-Spiel. Wie heißt das? Pokémon Go? Das hat die ge gespielt, aber ich habe überhaupt nichts damit zu tun. Genau, ja. So, da. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es geschafft für heute. Wir sind auf jeden Fall ein bisschen dicker geworden. Und ich würde sagen, das nächste Mal werden wir vielleicht hier rum mit einer. Mann. Na gut, dann mache ich es halt. Nein, komm, weg, weg. Genau. Werden wir hier rumgehen mit einer Armee. Dann das da erobern. Das da erobern. Und mal schauen, wie weit wir dann kommen. Rom könnten wir ja auch mal angreifen. Keine Ahnung. Oder wir machen erstmal unser kleines eigenes Meer hier. Wir können mal zuerst nach Osten gehen. Weil der Osten ist am schwersten. Wenn der. Ja, das. Gut. Ja. Merken? Ja, ihr merkt es euch? Ich habe es ja bis Montag vergessen. Genau. Wir greifen zuerst komplett den Osten an, weil je stärker der Osten wird, also je höhere Einheiten der hat, desto schwieriger wird es für mich, ohne Kavallerie ihn zu besiegen. Der Norden und der Süden und so weiter und ja, der Südosten ist auch noch schwer. Also ich würde sagen, wir gehen. Im Uhrzeigersinn einfach. Einfach gesagt. Die da nehmen wir noch mit, weil die königlichen Skythen, die werden auch sehr schnell sehr groß in Richtung Sarmatia. Und die sind auch ein Hunnenvolk, sage ich mal. Also ein Nomadenvolk. Das heißt sehr viel Kavallerie, sehr viel Fernkämpfer. Und so sieht es auch hier im Osten aus. Und deswegen glaube ich, ist es am besten, die so schnell wie möglich auszuschalten. Das ist doch mal einfach. Gut.